Das sind die News auf TV. Grüezi miteinander. Eine traurige Nachricht erreicht uns heute aus Appenzell-Innerrhoden. Der 54-jährige Landesfähnrich Martin Bürki ist am Vormittag überraschend gestorben. Laut der Ratskanzlei ist der Vorsteher vom Justiz-, Polizei- und Militärdepartement daheim zusammengebrochen und konnte nicht mehr reanimiert werden. Schon letztes Jahr hatte Martin Bürki mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und einen leichten Herzinfarkt gehabt. Martin Bürki war seit 2012 Innerrhoder Landesfähnrich. Dazu der Appenzeller Politkenner und Journalist Roger Fuchs. Das ist natürlich eine ganz tragische Situation, die jetzt hier eingetreten ist. Tragisch in erster Linie für die Familie, dann aber auch tragisch für den Kanton. Martin Bürki war sehr ein versierter Politiker. Er hat sich in verschiedenen Funktionen verdient gemacht für Land und Leute. Ich erinnere daran, er war Bezirkshauptmann von Oberig. Er ist im Grossrat gesessen. Er ist jetzt seit 7 Jahren in der Innerrhoder Standeskommission dabei. Ein grosser Politiker letztlich, der verloren geht für den Kanton.